Leute, heute wollte ich euch mal den grünen Daumen von Chemnitz zeigen. Und das ist eine Ein- bzw. Ausfallstraße zur Autobahn. Und seht hier, wie schön der grüne Daumen hier ist. Ich war voriges Jahr schon mal hier, fast zur gleichen Zeit, glaube ich. Da war dort hinten ein mobiler Panzerblitzer, hatte ich meine Späßchen gemacht. Ja, also wie gesagt, das ist der grüne Daumen hier aus Chemnitz. Hier vorne nach dem Schild, da sieht es auch besser aus, aber hier, ich fahre dort so gut wie täglich vorbei. Und das wollte ich euch mal zeigen, dass die Stadt Chemnitz eben einen grünen Daumen hat. Klasse. Warum das so ist, keine Ahnung. Letztens hatte ich immer gedacht, die haben den Blitzer hingestellt, um Gelder einzuspielen, um dann diese Flächen hier dann zu roten bzw. Den Grünschnitt zu machen, aber leider war das nicht so. Ja, ich weiß es nicht, warum das so ist. Es hat sich ja auch nichts getan. Hier seht ihr das, wie schön das aussieht. Kulturhauptstadt, denke ich mal, sieht da ein bisschen anders aus. Aber naja, man muss sich noch mal dazu, oder man muss dann noch was dazu sagen. In Chemnitz soll die Satzung geändert werden für Leute, die neu bauen wollen, ob das Garage, Wohnhaus oder größere Wohnhäuser sind. Die Investoren bzw. die Leute, die dort bauen wollen, die sollen dann eine Dachbegrünung mitfinanzieren oder eine Fassadenbegrünung. Und wunderbar. Allerdings schreckt das natürlich etliche ab. Das kostet ja auch Geld, das muss gewartet werden. Und dann hat man dann vielleicht so einen Wildwuchs auch auf dem Dach oder sonst irgendwas. Hat dann auch die Folge im Prinzip, dass die Abflüsse von einer Dachbegrünung dann verstopfen. Und wenn dann irgendwann mal ein Winter kommt, richtig mit ordentlich Minusgraden, dann zertreibt es im Prinzip diese Dachkonstruktion, die eigentlich das Dach von Wasser schützen soll und Eis. Ja, also wie gesagt, nur mal so. Und da kann man sagen, liebe Stadt Chemnitz, liebe Grünen, dann kümmert euch doch erstmal um diese Sachen, um diese Fußwegbegrünung, was man da machen könnte. Eher anderen Leuten die Pistole auf die Brust setzen tut und sagt, ihr müsst, wenn ihr neu bauen tut, jetzt eine Dachbegrünung, Fassadenbegrünung und allen drum und dran. Wie gesagt, ein Muss soll das sein. Also wir hatten es in Wittgensdorf abgelehnt. Aber wie gesagt, das geht sicherlich jetzt noch weiter. Aber wie gesagt, das Fazit, kümmert euch bitte um diese grünen Oasen hier in der Stadt. Da gibt es auch noch mehrere. Ich hatte voriges Jahr noch ein paar andere gezeigt, aber es reicht, wenn man das sieht. Und das ist eigentlich einer Kulturhauptstadt nicht so richtig würdig. Ja, also, was gibt es noch Neues? Also die Aufreger der Wochen, Monate, muss ich sagen, Baustellen, Baustellen und nochmals Baustellen bedeutet Umleitung, Umleitung und nochmals Umleitung. Und dann gibt es Baustellen, die eigentlich schon lange zu Ende sein sollten. Die werden immer nach hinten versetzt, also der Endtermin. Teilweise sieht man auch kaum Leute auf dieser Baustelle. Ist auch nicht gerade so schön. Und gerade Max-Sauber-Straße, dann natürlich Freireichsstraße, dann natürlich Bahnhofstraße, Ecke Brückenstraße, Ecke Augustusburger Straße. Wahnsinn. Also auch die Annaberger Straße, jedes Mal, wenn man dort fährt oder fahren will,
immer irgendwas anderes. Heute ist natürlich wieder mal die Helmut-Just-Straße wieder für Rechtsabbieger gesperrt gewesen. Und auf der Reichsstraße unterhalb von der Henriettenstraße, dort ist auch noch eine Baustellenampel. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Wenn dort eine Baustellenampel mitten im Verkehr dort drin ist, ein Rückstau über teilweise Kilometer. Ja, also das wollte ich jetzt mal mit sagen bzw. ansprechen. Ich war ja voriges Jahr auch schon mal zu dieser Zeit ungefähr hier und hatte das auch schon mal geschildert. Ich weiß es nicht, warum das eben so mies aussieht. Das ist einer Kulturhauptstadt auf jeden Fall nicht würdig. So, was gibt es noch Neues? Ah, eine Sache habe ich noch, das könnt ihr mal auch mal mit ansprechen. Ich wollte neulich mal im Supermarkt Bananen kaufen, bin dort rein und Wahnsinn, man glaubt es kaum, die Bananen, die waren absolut frisch, weil die Pflücker, die waren noch mit einer Flasche Bier vor dem Supermarkt. Also absolut wunderbar. Und ich gehe mal davon aus, das ist wirklich fairer Handel. Und was ich auch gehört habe, dass auf den Schiffen, die übers Mittelmeer kommen, also diese Bananenkisten, dort auch die Qualitätskontrolleure immer mit dabei sind und natürlich bis zuletzt in den Supermarkt verfolgen. Also das ist eine Qualität und das ist wirklich ganz fairer Handel. Echt super. Das wollte ich jetzt auch nochmal mit anbringen. Gestern war ich ja im Schillerpark bei den Damen vom Karl Marx. Und da war auch, ich glaube, das war auch einer von den, wie nennt man sie manchmal auch, diese vom Bananenmanagement wurde jemand dort mit der Polizei mitgenommen. Aber ich denke mal, das wird, es hängt bestimmt damit zusammen, er hatte bestimmt keine Arbeitsschutzschuhe. Also nicht die richtigen an. Also da gehe ich mal davon aus, dass das so im Zusammenhang stand. Und da ist er gleich mitgenommen worden. Ich denke mal, die werden vielleicht dann zu Deichmann oder so woanders hingefahren sind. Oder denke mal, dass er dann seine richtigen Arbeitsschuhe bekommen hat. Gehe ich mal davon aus. So, also Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Ich mache erstmal wieder in diese Richtung. Da zeige ich euch nochmal die... Also wie gesagt, der grüne Daumen von Chemnitz, das ist wirklich eine Augenweide, gerade an dieser Ein- und Ausfallstraße, die hier zur A4 bzw. Richtung Kreuz Chemnitz, wo sich die A4 und die A72 kreuzt, sagt ja schon der Name. Ne? Also das wollte ich euch nicht vorenthalten und ich denke mal, ein Highlight der Woche wieder, beziehungsweise ein Highlight des Tages. Und ein paar Sachen habe ich ja angesprochen. Und ich denke mal, vielleicht gucken das auch ein paar Leute an, die hier eventuell Verantwortung haben. Ich gehe mal davon aus. Aber es reicht auch schon, wenn die Bürger mitbekommen, was da so hier abgeht. Also wie gesagt, Kulturhauptstadt und der grüne Daumen. Also macht's schön gut und seid und bleibt immer schön patriotisch und tschüss.